Hallo, herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Monas Cake Paradise zur Advents- und Weihnachtszeit. Ich bin Mona Asker, bin Pianistin und ich liebe es zu backen. Plätzchen backen gehört für mich zu dieser Jahreszeit einfach dazu und deswegen möchte ich gerne heute mit euch einen Klassiker backen, Vanillekipferl. Viele mögen die sehr, sehr gerne und ich zeige euch, wie sie richtig lecker werden. Und dazu gibt's Musik von Beethoven. Wir brauchen Mehl, Butter, Zucker, gemahlene Mandeln, gemahlene Haselnüsse, grobkörniges Salz, Vanilleextrakt, dann Vanillezucker und Puderzucker. Zuerst heizen wir den Backofen auf 175 Grad Ober- und Unterhitze vor. Als nächstes mixen wir alle Zutaten außer Vanillezucker und Puderzucker zusammen. Und los geht's! Den fertig geknieteten Teig forme ich jetzt zu einer Rolle mit ca. 4 cm Durchmesser und wickle es in Frischhaltefolie ein. Und das kommt jetzt für 30 Minuten in den Kühlschrank. Nachdem der Teig gekühlt worden ist, schneiden wir jetzt mit einem scharfen Messer ungefähr 2 cm ab. So. Und formen daraus Kipferl. Also wir machen erstmal eine längliche Wurst. Und die Enden sollten ein bisschen dünner sein als der Rest. Und dann kann man das schon formen. Ein bisschen andrücken, also ein bisschen platter drücken. Und schon ist ein Kipferl fertig. Und wichtig ist zwischen Kipferl und Kipferl ein bisschen Platz lassen auf dem Blech, sonst kleben sie aneinander beim Backen. In der Weihnachtsbäckerei. Und das kommt jetzt für ungefähr 10 Minuten in den Ofen. Früher zu Weihnachten haben sich meine Verwandten oft für Elise von Beethoven von mir gewünscht. Dieses Stück gehört deswegen einfach für mich zur Weihnachtszeit dazu. Und deswegen möchte ich gerne dieses Stück für euch spielen, während die Plätzchen im Ofen sind. Die Kipferl sind fertig aus dem Ofen rauszunehmen, wenn hier die Spitzen ein bisschen hellbraun sind. Es hat richtig viel Spaß gemacht, mit euch zusammen zu backen. Wie schön, dass ihr wieder dabei wart bei Monas Cake Paradise, bei Sweet Spot, dem Jugendmagazin vom BR Classic. Viel Spaß beim Plätzchenessen mit eurer Familie. Tschüss!